Vielen Dank. Wer ihn mal live gesehen hat, das ist nicht von dieser Welt. Ich meine, der Mann ist 81. Kein Konzert ist unter 3 Stunden. Der Mann macht keine Pause. Und es ist nicht so, dass das Zufall ist, dass seine Band im Schnitt ein halbes Jahrhundert jünger ist, sondern der braucht die Leute, weil die am Ende von 3 Stunden hechelnd hinten dran sitzen und sagen, bitte Klaus, hör irgendwann mal auf. Und Klaus spielt diese Konzerte, das ist unfassbar. Ich gucke das sehr, sehr gerne an. Es macht mich stolz, weil Klaus Doldinger jemand ist, der so viele emotionale Momente meines Lebens geprägt hat, mit so wunderschönen Melodien wie ich meine, die unendliche Geschichte, wenn ich nur daran denke, kriege ich noch Gänsehaut. Und du hast so viele Momente meines Lebens bereichert und emotional geleitet, wie vielleicht meine Mutter noch. So. Das heißt, jetzt bin ich hier und darf dir diesen Preis überreichen. Es ist jemand, der mehr als 5000 Konzerte in seinem Leben gespielt hat, der über 50 Länder bereist hat mit seiner Musik, der über 2000 Kompositionen veröffentlicht hat. Ich meine, der Mann steht so lange auf der Bühne, das kann man sich nicht vorstellen. Und heute hier zu sein und ihn zu erleben, wie er jetzt hier hochkommt und den Preis entgegennimmt, ich sag's mal so, wie Udo Lindenberg das an deinem 80. Geburtstag gesungen hat, der Kreis ist heiß. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Auftakt zu einer Weltkarriere. Klaus Doldinger, einer der ganz Großen. Saxophonist, Filmkomponist, Arrangeur, Bandleader. Hier in diesem Studio hat er seine ganz großen Hits komponiert. Auch den Titel, der ihn weltweit bekannt machte. Die Filmmusik zum U-Boot-Drama Das Boot. Ich habe dann große Freude bis zum heutigen Tage eigentlich verspürt, für den einen oder anderen Film mal eine Musik zu erfinden, zu komponieren. Was für mich allerdings auch immer wieder eine Abenteuererfahrung war. Denn ich habe alles andere studiert, Klavier spielen und das weiß ich, aber jedenfalls nicht Komposition. Rund 200 Stücke für Film und Fernsehen hat Doldinger bisher geschrieben. Seit 1970 eröffnet seine Erkennungsmelodie jeden Sonntag den Tatort. Und wie alle seine Filmmusiken funktioniert sie auch im Konzert. Klaus Doldinger braucht die Live-Atmosphäre, die spontane, direkte Reaktion des Publikums. Heute blickt er auf über 5000 Auftritte zurück. Angefangen hat alles in den 50ern. 1955 gründet Doldinger seine eigene Band Oscars Trio. 1960 folgt schon seine erste USA-Tournee. Er gibt Konzerte in über 50 Ländern, gewinnt Preise und wird zu der Leitfigur des deutschen Jazz. Klaus Doldingers stilistische Vielseitigkeit ist sein Markenzeichen. 1971 gründet er die Gruppe Passport. Er mixt den Jazz mit dem Beat der Rockmusik. Gemeinsam haben sie bis heute über 30 Alben eingespielt. In den Anfängen von Passport mit von der Partie Udo Lindenberg am Schlagzeug, damals noch gänzlich unbekannt. Also vom Feinsten, ne? Damals schon so geile Musik. Also ein King, aber damals schon ein King. Ein Gott am Saxophon. 81 Jahre ist Klaus Doldinger heute. Seine Freude an der Musik immer noch grenzenlos. Aber aufhören würde ich wahrscheinlich erst, ja, die Umfalle. Ich habe ja viele Musiker auch erlebt, die wirklich dann nur noch mit Krücken auf der Bühne standen. Gab es ja auch Saxophonisten. Also, und das habe ich immer sehr bewundert, dass es Leute gibt, die wirklich bis zum letzten Atemzug ihre Musik spielen können. Ich hoffe, dass es der liebe Gott mir auch vergönnt. Schauen wir mal. Offen und neugierig sein, das ist Klaus Doldingers Lebenselixier. Er macht Musik, die unmittelbar berührt. Seine Werke sind zeitlos. Alles unverkennbar. Klaus Doldinger eben. So, jetzt meine Damen und Herren, mit dem größten, wärmsten, ausdauerndsten Applaus. Und ihr könnt gerne aufstehen. Meine Damen und Herren, begrüßt mit mir mein Vater, Klaus Doldinger. Dankeschön. Merci beaucoup. Thank you very much. Meine Band. Euch Lieben. Und vor allen Dingen all den Musikern, mit denen ich im Laufe meines Lebens musizieren durfte. Ein herzliches Dankeschön. Der Jury,
meiner Familie vor allen Dingen, muss dazu sagen, meine liebe Frau habe ich schon 1955 kennengelernt. Und 1960 haben wir dann den Bund der Ehe geschlossen und das hat bis heute wunderbar gehalten. Mit 5 Enkeln von 2 Töchtern, 2 Schwiegersöhnen. Unser Sohn ist Filmemacher in New York. Und ich bin sehr froh, noch solche wunderbaren Musiker um mich herum zu haben, mit denen ich so oft ich möchte spielen kann, dank unserer Agentin Karin Schreiner und nicht zuletzt auch die Plattenfirma, die da sehr aktiv ist, Warner Music, der liebe Herr Dopp und Mio Nishimoto, die Labelmanagerin ist. Und das hat alles wirklich so wunderbar funktioniert über die vielen Jahre. Und wenn ich so an Hamburg denke, möchte ich mal eines sagen, das habe ich in den Konzerten noch nie ausgesprochen. Hamburg war doch eine wichtige, vielleicht eine der wichtigsten Städte in meinem Leben überhaupt. Nämlich schon in ganz frühen Jahren, in 50er Jahren, habe ich hier musiziert. Und da gab es beim Norddeutschen Rundfunk einen Mann, der hieß Hans Gerdberg. Und der machte eine Jazzproduktion, wo man dann engagiert wurde und konnte sich nach eigenem Gutdünken eine Band zusammenstellen. Und da wurde ich 4-mal hintereinander engagiert für den NDR. Und das war ein wichtiger Punkt noch vor meiner ersten Schallplatte, die ich aufnehmen durfte, für den NDR damals was zu produzieren. Da konnte ich, also es war mir freigestellt, wen ich haben wollte. Da war dann im Schlagzeug der Kenny Clark und ein wunderbarer Musiker jedenfalls. Und das war eine Zeit, die mich unglaublich inspiriert hat. Das war in meinem Leben von großer Wichtigkeit. Und ich möchte eigentlich eins aussprechen, dass die vielen jungen Musiker, die heute unterwegs sind, dass ich denen auch viel Glück und ein langes Leben mit viel Aktivität wünsche, auf dass sie Ähnliches in ihrem Leben erreichen mögen. Euch alles Gute. Klaus Doldinger.